Hallo Angelfreunde, wir sind wieder zurück und ihr seht es hier schon im Hintergrund, wir sind nicht in Deutschland. Das ist eine ganz besondere Folge bzw. mehrere Folgen, die jetzt anstehen. Wir haben das am Anfang dieser zweiten Staffel gesagt, dass dieses Jahr dieses Motto Angelwelten, das will ich noch viel breiter fächern und wir wollen eine ganz verschiedene Umgebung fahren. Und hier kann ich sagen, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, denn ich habe einen wirklich fantastischen Unterstützer bekommen. Wir haben letztes Jahr uns getroffen. Er war begeistert von der Idee. Wir haben schon so ein bisschen zusammen getüftelt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss in diese Bedingungen das einmal herausfinden. Es ist mir wirklich eine große Freude, diesen langjährigen sozusagen Norwegen-, Island- und Meeresangel-Veteran, Teamangler bei Jens Hidega, der ist zuständig für die Entwicklung, für den ganzen Meeresbereich. Die Rede ist von dem unglaublichen, fantastischen Thorsten Ahrens. Da kommt er gerade an mit den Ruten in der Hand. Carsten! Carsten! Endlich du hier auf Island! Schön, ja. Wir sind gestern angekommen, die Reise war erstmal ein bisschen holprig, aber jetzt geht's raus. Die Hände kribbeln. Was haben wir vor heute? Wir wollen das machen, was du noch nie gemacht hast. Ja, das stimmt. Seewolf fangen, mein Freund. Ja, und das mit deinen Steinen. Ja, dann los geht's, oder? Los geht's, genau. Petri Heil, das erste Mal Island für dich. Ein Traum, ja. Wunderbar. Wir haben eigentlich als Angler hier auch eine geschichtliche Chance, nämlich Angeln neu zu erfinden, zurückzugehen zur Natur. Blei ist ein Auslaufmodell. Helft doch mit! Oh. Und hier ist er, der Lohn. Kann man mit Steinen in allen diesen Welten angeln? Bis gleich. Boot. Ja, ist noch ein bisschen holprig, aber das kriegen wir schon mal hin. Ach so, ja, das war ein Sport. Ja, was ist das bei dir? Ja, schön. Dann wollen wir starten. Auf jetzt. Ja, los. Ja, okay, das nächste Mal ein bisschen besser. Wenn wir mehr im Boot wie in der Tonne. Ja, fast wie Karpfenangeln. Ja, fast das gleiche, ja. Insa, kommst du auch mit? Ja. Ja, gut. Gleich. Fang mal ein. Wir angeln aber nicht mit Keker, wir angeln mit Steinen. Das ist ja interessant. Ja, finde ich auch. Ja, super. Mal sehen, wo der Haken dann ist. Ja.
Das ist wirklich unbeschreiblich. Gerade 20 Minuten auf dem Wasser, schon den ersten riesigen Wal gesehen. Das erste Mal in meinem Leben. Ja, ein großer Buckelwal. Ein großer Buckelwal, das ist wirklich. Das ist auch für mich, ich kann auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank an euch, dass wir das hier machen, weil nach all den Jahren Arbeit, das sind so Momente, wo man so realisiert, dafür lohnt sich das. Das sind so, das ist richtig berührend. Und jetzt steht aber erstmal Projekt 1 an, nämlich Köderfische fangen. Weil wir wollen ja erst die kleinen Fische und dann die großen. Und wir fangen direkt mal an mit einer Steinmontage. Ja, ich sehe zwar auf dem Echolot keine Köderfische, aber das ist hier so ein Berg um die 15 bis 20 Meter. Und um Seewölfe zu fangen, brauchen wir Naturköder. Okay. Und da wollen wir mal gucken, ob was funktioniert. Sicher bin ich mir nicht, aber wenn wir hier keine finden, dann schauen wir mal woanders. Also auf dem Echolot noch keine Köderfische, das sollten wir schon haben, aber wir lassen einmal mal runter und dann suchen wir neu. Und dann lassen wir den Carsten vielleicht seinen ersten Fisch fangen auf Island. Das Schöne ist, wenn er noch nie hier war, fängt er immer den ersten Fisch und das ist immer gut. Also der Stein geht auch gut runter, also und vor allen Dingen mit dem Pilker hätte man beim Drilling schon Hänger unten, ja? Beim Stein nicht. Also, es ist nicht schlechter, mit Stein zu fischen. Oh, jetzt habe ich einen dran. Ja, unser Naturköder. Ist das so? 10 Meter über Grund. Klasse. Klasse. Also ich fange und du machst Abkasten. Ja, ich. Du bist ja der Weltmeister dafür. Ja, ja, ja. Der ist ideal dafür. Oh, ein Köder. Der erste Naturköder. Ich muss erstmal an diese. Das ist ja hier bei mir schon Maximum, was ich sonst habe. Ja, größer wird es heute auch nicht. Einen auf den Kopf geben bitte, dass er betäubt ist. Ja, da muss ich erstmal greifen. Oh, da ein bisschen. So, und dann stechen wir noch gleich ab und dann kommt er erstmal in den Eimer. Petri! Petri! Für den ersten Fisch. Köderfisch. Damit wollen wir ja erst einen Fisch fangen. Sagen wir es mal so. Jetzt mein erster Island-Drill im Köderfisch-Rausch. Drill, sagt der dazu. Aber gut, das ist halt eben beim Karpfmangeln so. Mein Arm tut schon weh. Ja, ja, wir fahren gleich wieder rein. Ja, ich habe schon genug. Ach, einen kleinen Dorsch hat er gefangen. Nee, den nehmen wir natürlich nicht. Ne? Das ist kein Futterfisch. Der fliegt wieder rein. Der geht wieder retour. Das ist doch auch schön. Der erste Fisch, den darf ich wieder releasen, offiziell. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, und schnell. Mir wurde gesagt, jetzt ist Zeit zum Angeln. Ja. Oh, und gleich ein Fitz. Naja, das läuft ja. Oh Mann. Das läuft. Und runter. Ja, da sieht man schon mal. Erste Sache, wo man kein Blei benutzen muss. Braucht man nicht hier das Blei. Also fairerweise muss man natürlich sagen, dass jetzt auf Island schon erheblich mehr Fisch da ist, wie zum Beispiel in Südnorwegen oder so. Also die Fängigkeit ist hier natürlich etwas eher gegeben, das muss man einfach sagen. Da ist der Nächste! Oh, das ist sogar ein Dorsch. Lass ihn nicht in die Bremse gehen. Lass ihn so gehen, schlapp halt die Ute tiefer halten. So, genau. Jawohl. Hä? Ja, klar. Wisst ihr, kümmer dich, dass ich auf die Köderfischroute gleich so eine Bombe rankriege. Eine Bombe, kümmer dich. Concentration. So, jetzt angeln wir wie ein Meeresangler. Nimm mal die Hand dahin, da vorne. So, und dann so. Genau so, jetzt. Fährst du wohl die Bremse so? Das ist ja wohl eine Frechheitung. Das ist ganz klar ein schöner Dorsch. Auf der leichten Route natürlich jetzt nicht der Riesenteil, aber es geht schon ab. Also das ist schon für meine Verhältnisse ein richtiger Grill. Ach du Angst. Ich bin gespannt, wenn ihr wirklich mal richtig eine einsteigt, so, dann mache ich hier beim Drill schon Flickflack übers Boot, oder? Also haben wir schon alles erlebt, dass der Angler schon fast im Wasser hing, weil er die Bremse zu festgestellt hat. Mann! Da kommt ja gar nicht, doch da. Boah, da kommt er.
Naja. Doppelter. Doppelter, ja. Also, ja, eine Doublette. Naja, so muss man noch anfangen, habe ich gehört. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn du jetzt mit solchen Paternostern kommst. Nehmen wir das raus? Ja, warte. Ich nehme die mal eben. Ja. Und das sind auch noch eben untermaßige Fische. Ach, wirklich? Die sind doch riesig. Also für die Ostsee wäre das schon ein guter Rekord. Ja, aber für Island eben, obwohl man in Island ja eigentlich jeden Fisch töten soll, aber diese kleinen in dieser Tiefe ist natürlich gut, wenn wir sie zurücksetzen. Also du hast mit denen ja aber ein Drama gemacht und du hast sie ja richtig eingepackt. Da war doch was, oder? War es gut? Du musst jetzt aber auch noch mal einen fangen, weil wir wollen ja jetzt gleich was angeln? Na, Steinbeißer, Seewolf. Ja, Steinbeißer ist zwar der Rufname in Deutschland, aber richtig übersetzt ist es der Seewolf. Ja, das nennt mich aus. Also ich schneide den gleich Fetzen und dann machen wir die an Naturködersystem von mir ran. Okay. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Und? Jawohl! Wir wollen noch ein paar schöne Seewölfe rankriegen. Da muss ja der Schritt 1 erstmal klappen. Machen wir weiter. Und der nächste bitte. Der ist aber schnell zufriedenzustellen. Aber lassen wir ihn machen. Ja, den nehmen wir also gleich. Der kriegt einen auf den Kopf. Also, das ist wie beim Karpfenangeln bei mir. Ich freue mich auch über eine Brasse. Da muss man ja auch beim Karpfenangeln. So, Fisch abgestochen und jetzt setzen wir da Filets raus und aus den Filets machen wir dann Stücke für unser Running Boom System. Das ist hier so ein Seewolf-System. Und womit fischen wir das? Natürlich mit einem Stein, logischerweise. Stelle ich euch gleich dann nochmal vor, es ist ein Seewolf-System, was ich entwickelt habe. Und hier draus schneiden wir jetzt eben kleine Fetzen. Noch einmal. Ja, andersrum lässt sich besser schneiden übrigens. Jawohl, guten Tag. Oh, jetzt haben wir ihn soweit. Ein besserer. Das ist ein besserer Köderfisch. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt ist aber Schluss mit Köderfische fangen. Reicht schon? Ja, Carsten, jetzt reicht. Mann, das ist ja ein richtig guter, du. Du fängst ja hier riesen Fische. Gib her. Der Chef arbeitet den jeden ab. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir drei Köderfische, alle mit Beifänger und Stein gefangen. Das reicht jetzt schon oder noch einen? Bitte? Nein, jetzt ist Schluss. Einhängen, ne, oben schön, guck mal, bringen wir bis oben hin. So, und dann der Trick, nie über die Rute das Gewicht hängen, sondern einfach nur zwei, dreimal umwickeln und dann stellen wir sie weg. Bitte schön. Ich werde einiges lernen hier, Leute, ich sag's euch. Schön, dass man manche Angler so schnell zufriedenstellen kann. Job getan. Naja, Schritt 1, ne? Erst Schritt 1 und dann Glück kommt der nächste. Dein Riesenfisch, ja. Ist so gut. Ja, du kannst angeln, ich merke das schon. So Carsten, das ist jetzt ein Nachlauf-Running-Boom-System. Running-Boom heißt,
Der Fisch kann Schnur nehmen, wenn ich das System auf Grund ablege, ohne dass er das Blei merkt, beziehungsweise jetzt den Stein merkt. Hast du den Stein fertig? Genau, ich bin dabei. Das ist ja unser System, was wir uns sozusagen ausgetüftelt haben. So ist eigentlich der XL-Gummi entstanden. Mit einem fluoreszierenden, leuchtenden kleinen Körper. Und so ist es. Stammklar. Ja, sehr gut. Hängen wir hier unten ein. Ist so um die 500 Gramm. Wie der Test geht, dass ihr mehr oder weniger Blei bzw. jetzt Stein braucht, das erklären wir, wenn wir runterlassen, ne? Wie das System gefischt wird. Ja. Zwei Anbestellen. Carsten, die eine Anbestelle hier oben. Das ist also ein UV-Köder, luminierende Bereiche und davor ein Spinnerblatt. Also sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um auf den Fisch einzuwirken. Aber die wichtigste ist nun mal der Naturköder. Das sind 6-0er Haken und hier sind so kleine Einhakstellen drin, so Widerhaken. Das heißt, wenn ich den Köder jetzt aufziehe, ziehe ich ihn erst von der Hautseite auf, steche ihn durch, drehe ihn um und steche ihn wieder zur Hautseite hin zurück. Jetzt ziehe ich das bis zu diesem Widerhakensystem auf und jetzt hast du den Köder so rum aufgezogen, dass die Hakenspitze immer frei ist. Mhm, ja. Wenn du das System andersrum aufziehst und die Innenseite quillt auf, dann wird der Haken schnell bedeckt. Der Fisch kann nicht gehakt werden. Also ganz einfaches System. Das ist der eine Haken und genauso wird der andere dann auch vorbereitet. Machen wir den auch noch mal fertig. Den nächsten machst du natürlich selber. Vernünftig. Von der Hautseite zur Filetseite durchstechen, wieder zurückstechen, über die beiden Widerhaken ziehen. System fangfertig, kommt jetzt eine 30 Lutz Flips Inliner-Route. Einwandfrei. Sieht doch ganz gut aus, oder? Sieht einfach frei aus. Also. Du würdest doch anbeißen. Ah. So, ich gebe dir gleich noch ein anderes System und das bereitest du dann selber vor. Okay. Ich muss auch mal ein bisschen was tun. Das ist also ein System von mir entwickelt über die Firma Degar beziehbar. Degar ist ein Firmenbegriff, die bei Jensi unterstellt sind. Also die Firma Jensi vertreibt die Produkte von Degar. Bitte schön, probier es, bau es auf, du hast es gesehen und dann fischen wir Seewolf. Los geht's! Auf geht's! Eine Sache, die vielleicht auch gleich zum Anfang noch mal schön ist zu erwähnen, wir werden das noch ein paar Mal sagen, aber wir sind ja übrigens untergebracht und unterwegs mit den Booten von Iceland Sea Angling. Ich habe die Leute gerade schon kennengelernt. Super nette Menschen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und hier auch, wenn ihr das jetzt in dem Video Blut leckt und sagt, oh, das will ich auch mal erleben, Iceland Sea Angling, schaut mal vorbei. Das ist die richtige Adresse und sie unterstützen ja auch. Ja. Mit Boot und Unterkunft. Und da sieht man auch, wie wertvoll sowas ist, dass man nicht mehr mit Blei fischen will. So sieht's aus. Los geht's. Dann gib mal Gas, mein Freund. So, ich hänge das System ein. Ein System vor dem Running Boom, ein System als Nachläufer. Und jetzt geht, ja, ich denke, so das 500 Gramm System Blei weg. Stein ran hier runter. Schnell weg. Schnell runterlassen. Die Löwen kommen. Ich habe jetzt hier eine vierfarbige Schnur. Daran sieht man sehr schön, wie tief wir sind. Nämlich alle 25 Meter wechselt die Farbe. Hier haben wir 30 Meter. Und der Test, den ich euch vorhin gesagt habe, reicht diese 500 Gramm aus an Stein oder nicht, das kann man ganz einfach feststellen, indem, wenn er jetzt unten aufgekommen ist, einfach nur über die Rute klopft. Klopft. Und wenn man dann auf Grund aufkommt, oh, ich habe schon Biss, ich lasse es jetzt ein bisschen liegen, der Fisch kann jetzt schlucken, macht die Rolle zu. Ja, es sind keine Steinis, das sind entweder kleine Schellfische oder kleine Dorsche. Merkt man eindeutig. Ja, die können den Köder nicht richtig nehmen.
Nee, das sind welche, die nehmen nur den Naturköder und können nicht überbeißen. Also nochmal das Klopfen. Also klopfen, unten ankommen. Klopfen, unten ankommen. Und wenn das passiert, dann ist das Blei bzw. der Stein schwer genug, dass ich ihn in der Drift halte. Er geht nicht in der Drift verloren. So nennt man das Ganze. So, jetzt fischen wir mal. Der Carsten ist, glaube ich, auch bald nach ungefähr einer Dreiviertelstunde Aufziehen der Montage fertig geworden. Leute, ihr seht schon, ich kriege hier mein Fett weg die ganze Zeit, aber das wird nur so lange anhalten, bis die Maschine hier an meiner Route zappelt. Dann kriege ich Lob. Ja, das stimmt, dann gibt's Lob. 100%. Aber ich habe es hinbekommen, hoffe ich. Jetzt kann es auch runtergehen. Vergesst den Stein nicht, sonst geht's nicht runter. Okay, sehr gut. Also der hier ist auch jetzt schon drüber. Ich würde fast sagen, das ist hier schon 700, 800 Gramm vielleicht. Also da wieder mal, wirklich noch mal gesagt, zum Testen, legt euch zu Hause einfach mal einen Stein auf die Küchenwaage und kriegt mal ein Gefühl dafür, weil wir haben das fast immer, dass das Gewicht unterschätzt wird. Sowas wird teilweise auf 300 Gramm geschätzt und das sind 700, 800 Gramm ungefähr. Also so riesig müssen die nicht sein. So. Und Thorsten, das hier hänge ich jetzt in die Route. Mach doch, was du willst. So. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Oh ja. Bis du so weit bist, weißt du? Ja, da fängt er schon. Ist der Nordatlantik leer? Während andere noch begrüdern, sind einige schon am Drillen. Ja, manche verschlafen einfach die Fische. Wir haben jetzt natürlich auch eine sehr gute Zeit. Wir sind nämlich beim Carsten, bei was für einem Wasserstand sind wir? Wir sind bei steigendem Flut. Hochwasser. Hochwasser. Wir sind bei Hochwasser. Macht wenig im Mittelwasser. Kann ein Seewolf sein, muss aber nicht. Ist auch keiner. Das ist ein kleiner Dorf. Ja. Ja, wir sind vielleicht auch noch ein bisschen zu flach. Wir sind nämlich erst auf 30 Meter und der Seewolf und damit auch die Muscheln sind da eher auf 40, 45 Meter. Hinten den Thorsten. Der Sack. Ich weiß, wie du das meinst. Lass dein System runter. Aber auch spannend nochmal, das möchte ich auch nochmal ganz kurz zu meinem System hier erklären, dass ja, ihr seht, das ist ja wirklich nur mit einem Gummiband befestigt. Und bei Fischen dieser Größe holt man den Stein höchstwahrscheinlich wieder mit hoch. Aber wenn halt wirklich mal eine richtige Granate einsteigt und richtig Schläge macht, dann verliert man den Stein und ja, hat auch nicht das Gewicht, was man zusätzlich mit hochzieht. Aber wie ihr gesehen habt, bei kleineren Fischen ist auch der Stein nicht jedes Mal weg und es hält, allein dieses dünne Gummiband hält den Stein perfekt. Sehr gut erklärt. Lass mich wieder fischen, ja? Okay. So, danke schön. Mann. Hat er mir den Haken verdreht. So, ja, nee, schon gut. Ja, bitte was? Ich lasse mein System erstmal runter. Und dann sehen wir mal weiter. Ja? Ja, wir sind noch 30 Meter, wir sind noch zu flach. Wir sind wahrscheinlich auf der Dorfstelle. Aber wir fahren gleich dahin, wo wir hin wollen. Ja. Leute! Ja, was ist denn? Ich hab ihn! Nein! Noch nicht mal erst mal runterlassen und da ist mein erster Seewolf. Jawohl, weil den hol ich mal so raus. Der ist nicht zu schwer, dass ich nicht so rauskriege. Boah! Petri, hi! Jawohl! Da ist er! Wahnsinnsfische! Guckt euch das an! Muss man ins Maul fassen! Na, lass mal! Wahnsinn! So, zum Anfassen der Seewölfe. Die schlagen immer sehr gerne, gucken, dass man hier zwischenkommt. Nicht ins Maul fassen, sondern ich zeige es euch mal eben kurz. Und so kann man den Seewolf halten. Ne? Ja, guck mal hier. So greifen.
Ja, das kannst du noch nicht, das musst du auch noch nicht. Ja. Das macht man auch nicht, wenn man es nicht kann. Ja. Aber guck mal, dein Seewolf. Erster Seewolf. Ja, bitte gerne. Super. System funktioniert. Seewolf ist los. Ja, der erste Steinseewolf. Also das ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein Steinbeißer. Ja, Seewolf. Steinbeißer. Also ich meine, auf Stein gebissen. Hast du recht, da liegt der Stein. So, schön. Okay. Weiter geht's. Holen wir mal den Knüppel. Aggressionsbewältigungsfisch. So, und jetzt wird der Seewolf nicht gekehlt, sondern er bekommt einen sogenannten Herzstich. Weil die Galle des Fisches sehr dicht an dem Kehlschnitt ist. Und die Galle sollte man nicht zerstören, ist der Geschmack des Fisches fast so gut wie verloren. Also Leute, das geht hier wirklich. Meine Uroma hat das mal so schön gemacht, als wir Einweggläser verpackt haben. Das geht ja wie beim Katzenmachen, jeder Schuss ein Kater. Ich habe ihn nicht ganz verstanden, aber Babyseewolf unterwegs. Und wirklich bei mir zweiter Biss. Zweiter Seewolf. So, jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor dem Tier, muss ich gestehen. Über den Kopf hier fassen. Thorsten? Ja, ja, also den kannst du ganz normal mit diesen Fischen fassen, nur kräftig zu fassen. Dann. Jetzt. Beiß dich nicht selbst. Oh. Der beißt sich fast selbst den Schwanz. Hör mal auf. Ich sehe den Haken. Der Haken ist relativ tief, der Haken. Ich muss, glaube ich, ins Maul, um ihn rauszukriegen. Ja, warte mal, dafür gibt es ja auch Spezialzangen. Ich gebe sie dir mal. Gib sie. Guck mal. Oh. Versuch's mal. Boah, wie er reinbeißt. So, Insa hat mal eben meine Rute genommen. Kannst du es, Insa? Ja, ist der Seewolf. Jawohl. Sehr gut. Wieder mit Stein gefischt. Ja, wir angeln ja nur noch mit Steinen. Schwerer Fisch, Insa. Yay! Yeah! Petri Heil! Vielen Dank. Ja, da staunt der Carsten, wa? Wahnsinn, Wahnsinn. Und kein Hänger? Immer noch die gleichen Steine. Ich muss immer wieder sagen, also deine Brille steht dir. Oder? Wahnsinnig gut. Die habe ich mir extra zugelegt, nur für euch, damit ihr denkt, so, wow, was ist denn das für ein cooler Typ. Ja, das ist ein richtig geiler. Also vor allem die Mütze dazu. Also, du bist der Wahnsinn, bist du. Ich sage ja, mal schauen, was hier bei mir jetzt kommt. Ich denke, es ist ein Seewolf. Ja, kommt er auch. Ich habe mal umgestellt auf ein großes System, das heißt, es ist eigentlich ein Längensystem. Und was hier passiert, ist natürlich auch sehr klug. Beim Seewolf-Drill ist der Stein verloren gegangen, aber ein Stein kostet kein Geld auf Island. Und hier kommt der Seewolf, nicht groß, aber eine gute Portion. Yay! Juhu! Bisschen vorsichtig mit diesen Viechern, die sind nun mal sehr griffig. Der nächste, 4, 5, 6 und das ist Seewolf-Angeln mit Stein und langen Running-Boot. Carsten, hast du noch ein paar Steine gesammelt? Ja, ich habe gehört, in Island gibt es welche. Wir haben genügend dabei. Ja, der Typ hat schnell dazu gelernt. Also das ist schon alles gut mit dir. Wow. Petri! Ich reiche dir eine. Vielen Dank. Leute, ich habe hier einen schönen Einschlag gehabt und ich würde behaupten, das ist etwas Größeres. Also von der Spannung her schon mal ein bisschen eine andere Liga. Da kommt was. Das ist ein Fisch. Und es ist... was anderes. Ein Dorsch. Ah, deswegen mehr Spannung. Lass dir den Die sind ja gierig. Na ja, jetzt ist aber Schluss.
So, Carsten, wie sieht's aus? Es geht immer weiter, gerade hier. Ja, Unser auch mal die Route übernommen und jetzt sind wir hier im Doppeldrill. Ja. Oliver Kahn sagt auch immer, weiter, weiter, weiter. Und die Sonne strahlt. Wie sieht's aus? Da kommt was. Seewolf. Yeah! Da ist er wieder. Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Schlag auf Schlag. Phänomenal. Seewolffischen im Kasten. Und alles ohne einen Gramm Blei. So, Linda hat den Fisch verloren. Rein? Ja. Kann ja mal passieren. Ja. Dann lassen wir wieder runter. Ja. Und Insas Freundin ist auch wieder da. Oh, der ist aber schwer. Oh, ja, das ist schwer. Oh Mann, man lass mir den Ding in den Schuh reißen. Oh. Jawohl, was für eine Maschine. Der ist aber, was macht der denn? Petri, hi, Carsten. Petri, dank. So, ich glaube, Seewölfe haben wir mittlerweile genug gefangen. Der Carsten kann schon nicht mehr. Und da kommt wirklich ein schöner Seewolf. Hervorragend. Stein zu Steini. Oh, richtig gut, ja? Mal sehen, ob ich ihn verliere, weil ich einfach aus dem Wasser hebe. Eieieiei. Wow. Das ist aber ein richtiger Kapitänsmann. Ja, Carsten, das große System, mein Längensystem mit Einzelhaken, fängt vielleicht doch die größeren. Donnerwetter. Vielen Dank. Wow, das ist echt ein Viech. Uiuiuiui, das ist wirklich ein toller Kavenzmann. Der Lümmel. Wunderlitschen. Yay! Carsten. Ja, und gefangen eben auf dem gröberen System, Längensystem, einhaken, dahinter abmontiert. Das ist ein 8-0er. Wahnsinn. Yes, sir. Woo. Petri. Da freut sich jeder Zahnarzt über so ein Gebiss. Gut. Nächster Fisch und wir hoffen, der letzte Seewolf. Und dann haben wir, glaube ich, Seewolffischen wirklich mit Stein abgeschlossen. Jawohl! Oh, der tobt dann nochmal. Ja! Wieder ein guter Fisch. Stein hält. Yay! So, Carsten, haben wir das Seewolffischen abgeschlossen mit Stein? Also, ja,
Ah, einen müssen wir noch mit der Unterwasserkamera erwischen, um euch noch mal zu zeigen, wie es unter Wasser aussieht, aber... So, jetzt auch mal hier die Frau hinter der Kamera, vor der Kamera. Auch mal schön. Mit einem Fisch im Grill. Da haben wir mal einen Dorsch, ne? Das ist doch mal ein Dorsch. Toll. Hast eine schöne neue Stelle ausgesucht. Und da haben wir einen. Schöner Dorsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auf meinem Petra-Pilger, ne? Solo geführt. Mit zum Essen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Jo. Wunderbar. Und wenn wir auf die Seite gucken, der Mann des Geschehens. Ja, ich habe natürlich jetzt mit Stein gefischt. Oh, und jetzt ist er gerade ausgestiegen. Nee. Ja, so ist das Leben beim Angeln. Aber der Stein kommt vielleicht mit. Also ich habe jetzt mal versucht, damit die Steinmontage funktioniert, habe ich jetzt hier, siehst du, 3, 4 Beifänger und den Stein unten dran. Siehst du ja, ne? Ja. Ich lasse ihn nochmal wieder runter. So, jetzt startet der Versuch mit Beifängern. Bin ich eigentlich gar kein Freund von. Aber wenn wir unten kein Hydra und kein Bergmann dran machen können, dann müssen wir mit Beifänger fischen. Damit der Stein da unten das Gewicht ist. Und jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt bei den letzten 10 Metern. Ich bin gar nicht runtergekommen. Ich weiß also auch gar nicht so genau, was da denn nun kommt. So, die letzten 10. Da hinten kommt was. Ach, siehst du, kleine Dorsch. So, die gehen aber zurück. Die sind zu klein. Also typischer Nachteil des Beifängerfischens ist, dass die Fische, auch kleine Fische, eben dran beißen. Was tut man nicht alles für Fischstone? Mann, Mann, Mann. Wo bin ich gelandet? Sonst fische ich immer solo. Bergmann, Hydra oder Gummi. Aber einmal lassen wir noch runter. Tschüss. Fjordo Radio, this is boat number 7580. Boat 7580 is back in Sudavik Harbor. So, das war die Abmeldung und das Ende des ersten Angeltages mit Carsten. Ich glaube, Carsten war ganz angetan. Im Gegenteil, glaube ich, er ist wahnsinnig begeistert. Leute, Thorsten, das war schon mal ein Hammer-Auftakt. Ich bin mit allem zufrieden. Wir haben echt eigentlich super gefangen. Auf Seewolf haben wir auch schon mal mit den Systemen eigentlich sehr erfolgreich geangelt, würde ich sagen. Das stimmt. Einwandfrei funktioniert. Wir gehen jetzt, glaube ich, zurück ins Basislager, schmieden Pläne für morgen. Ja, wie wir weiter mit Steinen von dir, mit Feststauen, fischen können. Ja, voll, genau, wunderbar. Also von meiner Seite richtig schöner Tag, richtig viel Spaß gemacht. Das ist wirklich perfektes Anglerleben. Vielen Dank. Wenn die Jungs zufrieden sind, bin ich als Guide es auch und sage tschüss, vielleicht bis morgen. Bis bye, bye. Ciao.
Das ist meine Bootsprüfung gewesen. So, Finish für heute. Erster Tag rumgebracht und den Karsten fertig gemacht. Tschüss! So, entdeckt diese Systeme mit uns gemeinsam. Eindeutig. Probiert es aus. Je mehr Leute mitmachen, umso schneller kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, jetzt haben wir wirklich funktionierende Alternativen in möglichst allen Bereichen. Von der Natur zur Natur. Mit Steinfischen.